Yo, YouTube, was geht ab? Armin wieder am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's sehr gut, Leute. Und zwar, heute muss man abchecken, was in der Insel wieder los ist. Heute, oh, sind gerade wieder 4 Leute online. Leute, das freut mich. Leute, guck mal hier, wie viele Pfeile wir haben. Ich habe ein bisschen die XP-Farm von Stani benutzt und mir ein paar neue Bücher gemacht. Die habe ich aber nicht hier drin, meine Freunde. Die habe ich sogar weiter oben drin. Da müssen wir jetzt mal gucken, Leute. Aber ich würde sagen, es läuft ganz gut auf der YouTuber-Insel. Wir haben wieder ein bisschen Macht gewonnen. Ich habe gehört, die sind nicht mehr so frech. Wir müssen uns noch um Sue kümmern. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir jetzt erstmal wieder meine gute Rüstung an. Hab hier mein Neserit-Schwert, meine Diamantenspitzhacke. Die Axt holen wir auch mal mit. Und ja, mal sagen, wir können die Axt sogar einmal reparieren, Leute. Ich kann sogar echt sagen, wir können die Axt einmal reparieren. Oh, hier, was wir für Bücher haben. Wasseraffinität, Wasserläufer, Stärke 3, Schutz 2, Schärfe 2, Rückschuss 2, Dornen 2, Schärfe 2, Stärke 3. Das heißt, wir können um einiges noch stärker werden. Wir müssen nur noch ein bisschen EP kriegen. Aber das werden wir alles schaffen, Leute, ja. Wir müssen natürlich für uns wieder um unser tägliches Brot kümmern. So, erstmal ruhig hier nach Fleisch. Mal das mal ganz kurz mit, Leute. Bisschen Steak, Schmeck. Geht mal please schlafen. Okay. Kann nicht. Leute, da will der schlafen. Ey, das ist so ein... Ich will jetzt wohl ins Trottel sagen, aber es ist halt ein Stunny, ne? Das war mal wieder ein typischer Stunny hier, ne? Sagt er, wir sollen schlafen gehen. Leute, lasst gerne ein Like da oben, die Channel Glocke wählen, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Oh, hier war schon wieder einer, ne? Hier war schon wieder einer, glaube ich. Naja, kleinen Tricks. So, egal. Wir werden ganz kurz hier unser Dings abbauen. Immer Knochenmehl dabei, ne? Sehr gut, Leute. Wir brauchen noch ein bisschen Weizen. Wir müssen unsere Kühe wieder vermehren. Dann bringe ich ein paar Bücher an Stani vorbei, weil ich die XP-Farm benutzen durfte. Leute, als kleines Dankeschön an Stani. Ich bin ja, Leute, ich bin so einer. Wenn mir jemand was Gutes tut, tue ich ihm auch gerne was Gutes zurück. Ich denke mal, ihr seid auch so. Ja, hier war jemand. Der hat irgendjemand meinen Weizen abgefarmt. Kleinen Drecken. So, haben wir uns ein bisschen was geholt, Leute. Oh, ich glaube, ich war jetzt schon dabei gehabt. Schon, aber egal, jetzt haben wir 2 Stacks. So, jetzt werden wir ganz kurz unsere Kühe hier ein bisschen Liebe machen lassen. Macht Liebe, beide Freunde. Ja, Liebe. Alle Kühe machen jetzt Liebe hier. Let's go. Macht mir mehr Kühe. Ich brauche mehr Leder, ihr Baubergers. Okay, läuft, läuft. So, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich so gut wie fast alle erwischt. So, jetzt wo wir alle erwischt haben. Gib mir Leder. Gib mir Leder, ihr Spuren. Ja, okay. Ah, ich muss pennen gehen, Leute. Okay. Okay. Chill. Dann jetzt geh schlafen, geh schlafen, geh schlafen. Geh doch schlafen. Ja, Alphastein ist auch da. Ah ja. Da schreibt der Junge. Bin im Bett. So, da haben wir eine Runde geschlafen. Jetzt werden wir noch die Kühe fertig machen, dass wir ein bisschen Leder am Start haben. 9 Stück haben wir. Können wir noch irgendwo hier Papier rumfliegen? Okay, lass uns mal kurz abchecken, ob wir Papier finden werden. Dann geht's eigentlich easy peasy weiter. So. Egal, wir müssen jetzt noch ein paar Kühe schlachten, Leute, und dann gehen wir zu Stani rüber. So. So, wie viele Leder haben wir? 20. Da kann noch ein bisschen. Da geht noch ein bisschen. So, die 3 Kühe noch weg. So. Haben wir ein bisschen Leder gesammelt. Perfekt. 29. So, weiter geht's. Boah, ein Steak. Oh, Leute, was wird... Oh, das schmeckt so gut, Leute. Ein Steak. Einfach ein Zuckerrohr. Über ein Steak hier zu haben, Leute. Ey, die Farm hat sich so gelohnt. Die hat sich so gelohnt, meine Freunde. Da kann man sagen, was man will. Da kann man sagen, was man will. So. Boah, da geht die Arbeit jedoch direkt weiter. So mag ich das doch. So, wir müssen mal ganz kurz hier. So, so. Machen wir ganz kurz auf 29. So, dann gebe ich dann die Hälfte von den Büchern. So, ein Shifter. Ein Boot da? Okay, das ist weird. Aber dann machen wir uns einfach eins, ne? Dann machen wir uns einfach eins, Leute. So, warte mal. Stani. Ah, er ist offline. Och, Mann, Leute. Er ist einfach offline. Okay, dann fahren wir kurz zurück. Wir fahren zu dem, Leute. Ich glaube, der müsste gleich online kommen. Und dann überraschen wir den mit den Büchern. Let's go, bis gleich. Leute, ich war gerade bei Stani. Wo ist der? Wo bist du? Wo bist du, Stani? Ganz komisch, Leute. Leute, irgendwas läuft hier komisch. Was ist das denn? Was Neues hier gebaut? Irgendwas Neues gebaut, Leute, in dem Alpha-Town, hä? Müssen wir direkt abchecken gehen, was ist in dieser Alpha-Town los? So, dann gehen wir ganz nach oben. Okay. Mit Holz können wir hier eigentlich hoch. Oh, da sind Namen. Ganz viele Leute. Warte mal. Nur Rustik und Dings sind da. Vive, sag ich schon. Rustik und Alpha-Stein, die vom Alpha-Clan sind. Was das anfangen?
So, lass Dings hier, lass die rausholen aus der Zelle. Yo, Jungs. Wer ist der Richter? Bist du der Richter, Stani? Hallo? Ja, ich bin Richter, Bro. Komm mal mit. Ja, komm mal mit, Amir. Max, komm mal her. Ja, warte. Bro, ich mach den Richter. Du okay. Bist Zeuge und Amir ist auch Zeuge. Und dann erzähl okay. So richtig Scheiße, so richtig übertreibend. Warte mal, ich hab eine richtig gute Idee. Okay. Ich sag auch, ich bin der Anwalt von denen. Ja. Ich bin natürlich voll der parteiische Anwalt. Okay, dann bin ich der Gegenanwalt. Genau, du bist der Staatsanwalt. Ja. Und dann sagst du gleich Stani, ja, und ihr werdet vertreten durch iCrimex. Genau. Und dann reite ich die so voll in die Scheiße rein. Okay, let's go. Okay, wir holen die raus. So, Alpha Clan. Hey, lass halt die raus, wir haben Hunger, wir haben alles. Wir wollen so, nicht, wir wollen das. Gerichtsverhandlung geht los, wir werden euch jetzt aufbauen. Ja. Ich musste die ganze Zeit in die Ecke machen. So. Ihr könnt jetzt der kackt da die ganze Zelle voll. So, Gerichtsverhandlung, rauskommen und uns einmal folgen. Rauskommen, keine Faxen los, machen. Ich. So, einmal Stani nach. Jetzt keine Faxen mehr machen, das ist jetzt wirklich ernst. Ja, das ist jetzt ernst hier. Bitte nicht, was habt ihr gebaut? Ja, Bro, was das ist jetzt hier, dass sie nicht abhauen können. Oh. Alter, was ist denn mit euch beiden passiert? Was ist denn mit den beiden passiert? Haben die schon wieder verloren? Ja. Natürlich haben die schon wieder verloren. So, das ist hier könnt ihr euch hinstellen. Oh, wohin? Wie, wohin? Na, hier. Darüber? Nein, da bleibt ihr stehen, hier oben, ja. Hierbei bleibt ihr stehen. Wir können das ja hier noch ein bisschen vergrößern kurz, ja, damit ihr genau. Mehr Platz habt. So. Okay. So. Also genau hier bleibt ihr stehen, ja? So, warte. Wir bauen die jetzt noch ein. Geh mal weg. Ja. Dass die nicht abhauen können. So, hier, das ist der Ort der Gefangenen. Ja. Und die Gerichtsverhandlung geht gleich los. Ich bin der Richter. Ich hab gar nichts gemacht. Das war alles russig. Hallo, Ruhe im Gerichtssaal. Ruhe im Gesicht, Gerichtssaal. Russik hat ein Reites geklaut. So, wir versammeln uns heute zu einem sehr besonderen Anlass auf der YouTuber-Insel. Ich, Standardskill, der Vorsitzende Richter, eröffnet hiermit die Verhandlung um die illegale Organisation des Alpha-Clans rund um Alpha-Stein und Russik-Pupsig. In der heutigen Verhandlung geht es um mehrere sehr schlimme Straftaten, die beiden Angeklagten begangen haben. Ihrer rechten Seite befindet sich der Pflichtverteidiger von Russik und Alphastein, iCrimex. Ich bin euer Pflichtverteidiger, weil ihr kein Geld für einen anderen habt. Was für Verteidiger, Mann? Wir wollen selbst verteidigen. Ich bin euer Anwalt. Ruhe jetzt hier. Auf der rechten Seite befindet sich der Staatsanwalt, der noch über die einzelnen Vergehen des Alpha-Clans jetzt berichten wird. Amir ist der Staatsanwalt der heutigen Verhandlung. Ich weiß gar nichts, das ist falsch. Schönen guten Tag, Herr Richter. Sie sehen heute, Ihre Diamantrüstung leuchtet heute aber wirklich schön. Dankeschön. Das ist alles manipuliert, Musik. Wir treffen uns nach der Verhandlung wieder auf dem Golfplatz, ne? Ja, definitiv. Die sind alle unter einer Decke, Mann! Bitte Ruhe im Gerichtssaal, der Staatsanwalt fängt jetzt die Anklage an. Schönen guten Tag, die Damen und Herren, alle, die hier dabei zugucken. Ich als Staatsanwalt muss leider heute berichten von einem Fall, den ich noch nie in meiner Karriere miterlebt habe. Die beiden Angeklagten, Russik und Alphastein, sind nicht nur Straftäter, sondern Wiederholungstäter. Sie zeigen keine Sympathie für ihr soziales Leben auf der YouTuber-Insel. Sie zeigen nur Aggressionen, Hass und... Einspruch! Also, Ruhe! Nun, es hat angefangen mit einem Alphastein, der auf der Insel losgelaufen ist und jeden erpresst hat, ja? Mit Gewaltandrohung, mit Waffen. Hat außerdem ein unschuldiges Tier, den Hund von iCrimex, entführt. Und nicht nur, dass er das einmal entführt hat. Nein, er hat sogar es geschafft, den Hund permanent zu beeinträchtigen. Der Hund lag tagelang auf seinem Rücken, konnte nicht mehr auf seinen Beinen laufen. Verstört. Ja. Das war alles Russik, Freunde. Dass das nicht gereicht hat, er hat außerdem noch verschiedenste Truhen von uns beklaut. Er hat in meiner Farm viel Wolle von meinen Schafen geholt und meine Tiere getötet. Alter, ich hab die gut behandelt. Dass das nicht gereicht hat. Ich hab die nur gestreichelt. Er hat arme Jungs wie Timmy und Candy zu kriminellen Machenschaften gezwungen und manipuliert. Oh.
mich auch. Ich hab nichts damit zu tun. Und dass das nicht gereicht hat, er hat einen Komplizen gefunden, der genauso krank im Kopf ist, namens Russik. Oh. Russik ist mit Candy und Sue ins Nether gegangen, haben eine Bastion gefunden. Und was macht Russik? Er hat sie betrogen und an beide abgeschlachtet. Also. Okay. Jetzt kann natürlich... Ja, bitte. Das reicht dir schon fast. Jetzt will ich, dass der Verteidiger iCrimex zur Verteidigung von Russik und Alphastein was sagt. Ja. Erstmal, Herr Staatsanwalt Amir, was schlagen Sie für eine Strafe vor? Ich schlage die Strafe vor, da Sie nicht mehr sozial kompatibel sind. Ausbannung aus der YouTuber-Insel durch Amboss. Alter, das ist die höchste Strafe. Das ist die Höchststrafe! Jungs, ich werde euch verteidigen. Jungs, ich werde euch verteidigen. Hol uns raus! So. Bitte, Craig, mach was! Jetzt werde ich meine Verteidigung verkünden. Ja, Amir, Herr Staatsanwalt hat recht. Die Jungs hier haben ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, vielleicht den ein oder anderen Kavaliersdelikt begangen. Kavaliersdelikt? Einspruch! Einspruch! Aber sie sind keine Kriminellen. Einspruch hören sagen! Sondern sie sind Multikriminelle! Zustimmung! Zustimmung! Zuspruch! Sie sind keine Kriminellen, sondern sie sind Multikriminelle! Das ist keine Verteidigung! Ruhe! Und ich stimme dem Staatsanwalt zu mit Auslöschung durch Amboss! Oh mein Gott. Okay, jetzt, wir haben das Plädoyer vom Verteidiger gehört. Jetzt will ich noch, dass die Angeklagten auch was dazu sagen dürfen. Und zwar Alphastein. Unschuldig! Alphastein, du dürfst dich jetzt einmal zu den Anschuldigen äußern. Das war alles Russik, wirklich, Freunde. Ich hab mich angestiftet. Ey, nein, alles war Alphastein. Guckt mich an, was er mit mir gemacht hat. Er hat mich gezwungen, Leute, wirklich. Ihr müsst mir vertrauen. Er hat mich in einen Stein verwandelt. Er ist schuld an allem. Okay, habt ihr noch was zu sagen? Eure letzten Worte. Ich bin unschuldig. Dann, Herr Richter, kommen wir zur Urteilsverkündung. Kommen wir zur Urteilsverkündung. Boah, was wird das? Da wir hier eine schwerwiegende der Taten sehen und Alphastein der Anführer des Alpha-Clans ist, erwartet... Nein, wir müssen uns kurz zur Beratung zurückziehen mit der Verteidigung und mit dem Staatsanwalt. Ja, bin ich voll dafür. Okay. Ich würde sagen, Alphastein kriegt safe die Höchststrafe. Ja. Und Russik lebenslang. Und wir sagen, die müssen uns dabei helfen, den Enderdrachen zu besiegen. Ja, genau, aber so lange müssen die im Gefängnis versauern. Genau. Okay. Das ist eine gute Idee. Lass uns Russik ein bisschen weniger bestrafen, dann machen die noch Beef untereinander. Ja, Russik kriegt ja weniger. Okay. Ja, wir haben uns so entschieden. So, die Urteilsverkündung geht nach einer kurzen Unterbrechung weiter. Und zwar im Namen des YouTuber-Inselgesetzes, Paragraph 37b, wird Alphastein zur Höchststrafe Wir sehen die Schwere der Taten. Alphastein hat Russik dazu beauftragt, das Ganze beizutreten. Ja. Russik wurde schlecht beeinflucht. Und Russik wurde zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Zusätzlich müssen beide Angeklagte bei der Erlegung des Enderdrachens helfen. Nein. Das ist die Urteilsverkündung. Das ist Gesetz der YouTuber-Insel. Okay, Russik, du bleibst hier drin in der Zelle. Und Alphastein, du wirst jetzt zu der Höchststrafe gebracht. Ich will sehen, wie mein Bruder stirbt. Ja, das siehst du von mir. Russik, ich werde dich vermissen, mein Sohn. So, mitkommen, Alphastein, mitkommen. Alphastein, siehst du, was er dir gebracht hat, Russik? Siehst du, was er dir gebracht hat? Weil du ihm vertraut hast? Nein! Die wollen mich besiegen! Selber schuld! Warte, Alphastein, du kriegst doch deine Henkermahlzeit! Lass mich wenigstens auf. Bitteschön! Ja, ich bleib bei dir. Wenn wir es nicht gut sehen können, gehen wir zusammen nach vorne. Nein! Und du dürfst noch die letzten Worte zu deinen Abonnenten sagen. Komm hier hin. Und zu uns. Wo ist denn. Lass auf den Tower hier. Du dürfst jetzt noch die letzten Worte von dir geben, Alphastein. Der Alpha-Clan wird niemals aufgeben, wir werden immer am Start sein! Aha. Das werden wir gleich sehen. Stell dich bitte. Einmal bitte hier reinstellen. Einmal wieder da reinstellen. Der Alpha-Clan wird die Alpha-Insel für sich gewinnen! Ah, sei ruhig, Junge. Sei ruhig. So. Wer möchte das Schwert ausführen? Ich führe das Ganze aus. Vernichtung! Nein, noch nicht! Warte noch nicht! Ich will noch jemanden grüßen!
Wen willst du denn grüßen? Wen? Ich grüße meine Oma, meine Jay! Hey! Hey, die haut beide ab! Einmal abhauen! Hä, wo sind die hin? Wir haben Enderperlen benutzt! Alter, woher hat der auf einmal Enderperlen? Jungs! Wo sind die hin, Alter? Da hinten! Da hinten ist einer! Hinterher! Da vorne ist Russik! Russik hat auch... Russik! Russik! Flucht! Die Flucht! Schießt auf ihn, schießt auf ihn! Nein, wo ist Alpha-Stein? Wir sind beide mit Enderperle. Die sind weg, Mann! Alter, nein, woher hatten wir auf einmal die Enderperlen? Ich check's auch nicht, Alter. Nie wieder reden, Alter, Jungs. Nein. Nicht Juri, mehr reden. Die drücken sich vorm Gericht der YouTuber-Insel. Das gibt doppelte Strafe. Alter, jetzt kriegen beide die Amboss-Strafe. Beide safe die Amboss. Die Amboss-Strafe? Doppelte Amboss-Strafe. Lebenslang und Amboss-Strafe, wenn wir die eingesammelt haben. Alter. Mann, schade, ich hab mich schon voll drauf gefreut. Ich auch, Alter. Ich sag dir ehrlich, wir müssen die jagen gehen. Wir müssen die jagen, Alter, aber vorher müssen wir den Enderdrachen ausschalten. Ja. Aber nein, wir müssen die erst holen, die müssen uns helfen, den Enderdrachen zu besiegen. Ja, stimmt. Ja. Wow, wir müssen uns einen Plan machen mit allen YouTubern, mit SU ist heraus, aber mit Evive noch. Ja. Und dann werden wir nochmal den allerletzten Angriff starten und da werden wir direkt in der Alpha Base Amboss-Vernichtung vornehmen. Direkt vor Ort ohne irgendwie die Wartezeit. Ja. Okay, Leute, ich werde mich jetzt noch ausrüsten und alles verzaubern. Okay, Jungs, sehen uns. Macht euch ready, nächstes Mal jagen wir die Paulberger. Ja, Mann, okay. Macht's gut, ciao. Ey, Leute, dass sie wieder abhauen konnten, ist auch so. Wo hatten die Enderperlen bitte her? Ich wüsste. Check's nicht. Egal, Mann, Leute. Ey, wir waren kurz vor der Auslöschung des Alpha-Clans gewesen. Nächstes Mal, Stani. Wir werden die kriegen und dann werden beide die Hütten. Egal, Leute, wir werden uns die schnappen, Alter. Ich hätte nicht gedacht, also das war wirklich schlau, ne? Man hätte die wahrscheinlich besser durchsuchen müssen, aber das war nicht schlecht. Und ich habe nur gesehen, dass Russik das auch gemacht hat. Ah, ich hätte ihn eigentlich direkt schlagen müssen, als Alpha-Stein abgehauen ist. Aber nicht schlimm, meine Freunde. Wir werden uns die auf jeden Fall noch schnappen. Aber jetzt sind wir aber auf jeden Fall auch Angriffsziele, ne? Jetzt sind wir auch Angriffsziele. Das heißt, die können eigentlich auch vor meiner Insel warten und mich angreifen. Ich auch nicht. Stani! Ja? Stani! Ja. Hier, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich, dass ich die XP-Farm benutzen durfte. Oh, Bücher! Dank dir, Amir! Bro! Error, Alter! 20 Stück, ne? Ja, dank dir, Amir! Ja, ich dank dir. Was ist denn hier? Wer hat das denn hier gebaut? Egal. Gut, Johnny. Das ist doch deine Arena hier und das, da haben wir Alpha-Banner verbrannt hier. Ach, hier? Ah, okay. Ja, gut. Gut, dann bis morgen. Hau rein, Amir. Tschüss. Leute, ich würde sagen, das war's gewesen mit der Folge. Wir hatten eine Gerichtsverhandlung gehabt. Ich war ein guter Staatsanwalt, oder? Ich würde sagen, die Jungs schnappen wir uns noch. Die werden komplett zerstört. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Tschö mit Ö. Lasst gerne ein Like da, wo die Channel checkt die Jungs ab. Ciao.